Václav Lasevic, der Trainer. Etwa 10.000 Zuschauer bei diesem, man kann es nicht anders sagen, Sauwetter hier in Zagreb. Ein offenes Stadion ohne Dach. Es wird gerade umgebaut, aber die Arbeiten sind unterbrochen worden wegen fehlender Gelder. Und nähern wir uns jetzt allmählich mal der deutschen Formation. Es fehlen 4 Stammspieler mit Babbel und Jeremis. 2 Bayern, die bei einem wichtigen Champions League-Spiel sicherlich dabei gewesen wären. Scholl ist nicht dabei, auch Deisler fehlt und so sieht das heute aus. Kahn im Tor natürlich, die Abwehrreihe mit Linke, Matthäus und Nowotny. Die rechte Seite, Rehmer, Halbrechts, Hamann, Ballack, auf den wir besonders achten heute in der Zentralen. Wollen wir mal hoffen, Spielmacherrolle. Links Tiege, Darius Wosch, der Berliner, hinter den Spitzen, die da heißen Ulf Kirsten und Oliver Bierhoff. Und zu der Rolle von Michael Ballack eine kleine Aussage von Erich Rivek, die können wir dann nachreichen. Robert Kovac und Niko Kovac vom HSV, aber im Einzelnen einen neuen Torwart haben wir zu vermelden. Kleti Kosa von Hajduk Split, Libero Stimac, die Verteidiger Sivic und Robert Kovac, von rechts Sivkovic, Niko Kovac und Jarni, die offensiven Mittelfeldspieler Stanic und Asanovic und der Starsturm mit Alan Boksic und Davor Suka. Schiedsrichter Lubos Michel zögert noch ein bisschen mit dem Angriff. Ist ein Unwetter hier regelrecht ausgebrochen in Zagreb und das Spiel beginnt. Deutschland von links nach rechts in den neuen EM-Trikots in weiß, grau und schwarz. Darius Wosch, Didi Hamann, rechts Marco Rehmer. Gucken Sie mal auf diesen Platz. Nowotny, er wird es wahrscheinlich im Laufe des Spiels mit Alan Boksic zu tun haben. Und Thomas Linke wird die dankbare Aufgabe haben, sich mit Davor Suka zu beschäftigen. Damals erste Ball Ballack. Christian Ziege. Und der neue Torwart der Kroaten, Stipe Pletikosa, übrigens der einzige, der hier in seinem Heimatland sein Geld verdient. Alle anderen sind in den großen europäischen Ligen zu Hause in Deutschland, in Spanien, England und Italien. Matthäus, da macht es richtig, der versucht, den Ball in der Luft zu halten, denn er rollt überhaupt nicht mehr auf dem Boden hier des Maximir-Stadions von Zagreb. Erinnert fast schon an die Fußballweltmeisterschaft 74 in Deutschland. Da gab es so ähnliche Exponate von Fußballspielen, Deutschland gegen Schweden und dann dieses legendäre Halbfinale gegen Polen. Als der Regen vor dem Spiel schon einsetzte, dann nachließ, aber der Platz dann mit Walzen freigemacht werden musste. Eben gut zu sehen. Der Ball bleibt einfach liegen. Das kommt den Kämpfernaturen vielleicht zugute. Davon haben wir ja in der deutschen Mannschaft ja genug. Ballack hier gegen Aljoscha Asanovic von Panathinaikos Athen. Suka das erste Mal am Ball im Zweikampf mit Linke. Robert Jarni. Suka. Und zum ersten Mal am Ball Oliver Kahn. Also im Gegensatz zum Spiel gegen Holland, die deutsche Elf heute nur mit 2 Spitzen, auch mangels Alternativen. Neuville auf der rechten Seite wäre eine Möglichkeit, er sitzt auf der Bank, aber ist außer Form. Und für die linke Seite käme ja Marco Bode in Frage. Er ist verletzt. Im defensiven Mittelfeld hat man sich etwas verstärkt, um einen erwarteten Sturmlauf Kroatiens schon frühzeitig zu begegnen. Wir hoffen erstmal, dass diese Umstände, die wir hier sehen, nicht dem Zufall alle Möglichkeiten einräumen. Der braucht den Ball gar nicht mehr zu stoppen, der Lothar Matthäus, das macht der Ball schon von alleine.
schöne Bilder. Aber das Ganze hat bisher mit einem Fußballspiel noch nicht so viel zu tun. Wir hoffen, dass der Regen jetzt demnächst ein bisschen nachlassen wird. Und dann ist die Drainage aber massiv gefordert. Freistoß Igor Stimac. Ein Spiel. Abseits von Davor Šuker, dem Torschützenkönig der Fußballweltmeisterschaft. 98. Jetzt bei Arsenal London haben wir gesehen im Vorlauf. Entscheidung ist korrekt. Der Mann hat eine fantastische Quote. 55 Länderspiele, 42 Tore. Und er kann sich angeblich an jedes einzelne erinnern. Das Helle, was Sie hier sehen auf dem Rasen, sind Zentimeter tiefe Pfützen. Das Stadion der 1000 Seen. Ja, da dachte ich, der Ball sei schon draußen gewesen. Aber der blieb einfach stehen und liegen. Und Robert Jarni, der frühere Spieler von Real Madrid, kann hier klären. Erster Eckball für den Europameister. Theus. Wosch. Und Pletikosa, der 1,92 Meter Mann, verhindert das erste deutsche Tor in der 7. Minute. Noch einmal Darius Wosch, zum ersten Mal seit August 99 von Anfang an dabei. Eine späte, vielleicht eine letzte Chance für ihn, sich das EM-Aufgebot zu spielen. Auch Marco Rehmer zuletzt dabei. 1999 auf dieser legendären Florida-Reise, als die deutsche Mannschaft gegen die USA mit 0:3 verlor. Für viele dieser Tag in Zagreb ein Neubeginn. Ausholen kann. Und erneut abseits. Davor Šuker. Soll angeblich etwas unzufrieden sein bei seinem jetzigen Arbeitgeber Arsenal London. West Ham United ist an ihm interessiert. Damit wäre er Mannschaftskamerad von Stimac. Er will auf jeden Fall London, der Stadt, die er so lieb, treu bleiben. Wosch. Aber gut reagiert von Jens Nowotny. Hier haben wir Niko Kovac. Zum ersten Mal überhaupt gemeinsam mit seinem Bruder in der kroatischen Nationalmannschaft. Sein Bruder Robert aus Leverkusen. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten heute Morgen. Ein großer Tag für die beiden. Und sie hatten richtig Lampenfieber. Die Eltern sitzen zu Hause in Berlin vor dem Fernseher. Eine Chance vielleicht heute, wenn diese Umstände ein normales Spiel zulassen, durch die vielen Absagen, für ihn die Möglichkeit, sich näher an den Kader heranzuspielen
oder sich ganz reinzuspielen. Zuletzt in einer hervorragenden Verfassung bei seinem Club bei Bayer Leverkusen. Geklärt hier vor dem Torwart von Niko Kovac. Kurz gesehen den zweiten Leverkusener, Boris Sivkovic, der Nummer 2 auf der rechten Außenbahn Kroatiens. Jetzt wieder beim Einwurf zu Niko Kovac. Hier haben wir Boris Sivkovic, sein 7. Länderspiel. Robert Kovac, überwiegend Gegenspieler seines Vereinskameraden Ulf Kirsten an diesem Abend. Marius Wosch. Nochmal Wosch. Hamann. Und da ist das Tor. Marco Rehmer. Marco Rehmer in der 12. Minute bringt die deutsche Elf mit 1:0 in Führung. Vorbereitet von seinem Vereinskameraden, von Darius Wosch und danach vom Liverpool-Legionär von Didi Hamann. Und der Torwart ist natürlich noch ausgerutscht, sieht aber etwas unglücklich aus, aber er kann natürlich nichts dafür. Auch für ihn gelten diese Bodenverhältnisse. 1:0, 12. Minute. Durch das erste Länderspieltor des Herthaners. Marco Rehmer in seinem 8. Spiel. Und achten Sie auf den Torwart, bleibt er da hängen in der Pfütze und da reichen auch 1,92 Meter nicht aus. Große Erleichterung bei den beiden Trainern, bei Erich Ribbeck und bei Uli Stielicke. Vor allem der Teamchef wirkte in den letzten Tagen sehr, sehr angespannt. Der Druck nimmt zu. 75 Tage sind es noch bis zum ersten EM-Spiel für Deutschland am 12. Juni in Lüttich gegen Rumänien. Und jetzt Freistoß Didi Hamann. Man ist bereit, heute vieles zu verzeihen. Christian Ziege. Hamann. Einer der aktivsten an diesem Tag. Hier die Vorbereitung des Liverpoolers. Und wunderbar hochgestiegen. Höher noch als Dimac, der sehr kopfballstark hier gilt. Marco Rehmer zum 1:0.
Kirsten und Robert Kovac ein bisschen schneller als Ziege. Miroslav Blažević, 65 Jahre alter Trainer, konnte sich mit seiner Mannschaft nicht für die EM qualifizieren, als WM-Dritter. Man erreichte nur Platz 3 in der Gruppe hinter Jugoslawien und hinter Irland. Zum ersten Mal in Aktion, Alan Boksic von Lazio Rom. Mit sehr, sehr schwankenden Leistungen zuletzt auch im Verein. Ein Veteran schon, was seine Spielerfahrung angeht, war Torschützenkönig in Frankreich 93 vor Klinsmann und Völler. Spielte gemeinsam mit Rudi Völler damals bei Olympique Marseille. Von Ulf Kirsten gegen Niko Kovac. Sivkovic ist das hier. Und am Ende bekommt es der Hamburger ab. Auf Reklamation hin entscheidet Schiedsrichter Michel auf Handspiel. Handspiel hier von Aljoscha Adanovic, der erfahrenste hier im Team von Kroatien, sein 60. Länderspiel. Der Mann, der könnte einen Reiseführer schreiben, wie der Siebner. Hat man es nicht mehr gesehen, der war schon in ganz Europa Profi. Frankreich, Spanien, England und Italien. Egen hat ein bisschen nachgelassen. Von Hamann zu Remer. Remer gegen Jarni. Erstaunlich eigentlich, dass Jarni so sehr in die Defensive gezwungen wird. Remer ist ja rechts aufgeboten worden, um den schnellen Jarni eben in seinen Vorwärtsbewegungen in Aktion zu stoppen. Aber der Berliner hat die Verhältnisse umgekehrt. Und darüber hinaus nebenbei noch das 1:0 erzielt für die deutsche Mannschaft in der 12. Minute. Sichere und gute Ballstaffetten auf diesem Boden. Beim Europameister Darius Wosch. Oliver Bierhoff. Chance vorbei, aber von den Kroaten bisher nicht so viel zu sehen. Deutschland führt mit 1:0. Und ist auch, nehmen wir es mal in Anführung, was hier so geht. Spielerisch auch ein Stück stärker. Eine gute Viertelstunde ist vorbei. Und sie hat sich, die deutsche Elf hat sich mit diesen Schwimmbadverhältnissen doch recht gut zurechtgefunden hier. Kurz bei Spiel, war lange Zeit nicht gefragt, schon eher die hohen Bälle. Eckball Matthäus und geklärt zum Eckball von Asanovic. Da kann er gleich stehen bleiben, unser Vielflieger aus New York. Ein bisschen höher und das war wieder Remer. Hohe Bälle, die Kopfballstärke des einen oder anderen, vielleicht ein gutes Rezept.
wenig Platz für technische Feinheiten. Ein Nachteil natürlich für Kroatien. Vorne spielen. Sie hören vielleicht die Anweisungen von der Bank. Der Versuch war da, aber Adanović kommt dazwischen. Foul von Thomas Linke. Gütiger Mithilfe von Michael Ballack. Die Anfeuerung des 10.000 werden lauter. Freistoß. Robert Jarni, ein feilschneller Mann. Jetzt eher was für Standardsituationen. Kein Problem für Oli Kahn. Da haben Sie die wenigen Geschützten gesehen in diesem Stadion hier. Ein junger Schiedsrichter aus der Slowakei, Lubos Michel, 31 erst, Reisebürobesitzer. Verlängert von Bierhoff. Und Pletikosa vor Christian Ziegel. Jarni. Von Niko Kovac. Nicht mehr heran. Oli Kahn, wie gesagt, noch 75 Tage, da geht es für ihn auch los bei seinem allerersten Turnier als Nummer 1 bei der EM 2000 in Belgien und Holland. Aufmerksamkeit von Stimac, Einwurf für Deutschland. Sie hören die Bierhoff-Sprechchöre, 600 Fans sind etwa hier im Stadion, deutsche Fans. Einwurf Bremer. Hamann. Bosch. Rutscht aus. Glück wird nochmal angeschossen, Ballack und ein Schritt zu lang für Ulf Kirsten. Ach, wunderbar, den können wir nachher nochmal einspielen beim Wetterbericht. Gibt es denn schönere Belege dafür, was da unten los ist? Aber klasse Pass zu Stanic von Asanović. Hier nochmal Asanović. Der Denker, der Gestalter des kroatischen Spiels wird überhaupt. Und das hat er nun davon, Foul von Hamann.
Hamann sehr, sehr engagiert, nicht gerade wegen dieser Szene. Er war ja praktisch draußen nach einer, wie soll man sie nennen, sehr schwachen Vorstellung gegen Holland. Im Länderspiel davor wurde aber nachnominiert aufgrund der vielen Absagen. Macht bisher einen sehr guten Eindruck. Auch in der Liga läuft es eigentlich ganz gut. FC Liverpool steht in England auf Platz 3. Gut gemacht von Nowotny. Für mich einer von vier Mann in dieser Mannschaft, die gesetzt sind. Möglicherweise sogar für die erste Elf in England. Neben ihm noch Kahn, Ziege, Matthäus und Bierhoff. Mit der Elf hier Alan Boksic. Gut betreut von Marco Rehmer. Und Eckball von dem großartigen Techniker Aljoscha Asanovic. Jarni. Das ist Robert Jarni hier. Spielt inzwischen in der zweiten spanischen Liga bei Las Palmas. Wechselt er dorthin im Januar von Real Madrid. Und spielte schon bei der WM 90, auch gegen Deutschland übrigens, für die jugoslawische Nationalmannschaft. Dabei ist er erst 31 Jahre alt. Ida Asanovic. Für Michel sah da ein Foul von Marco Rehmer. Ja, umgestoßen. Boban haben wir hier. Zvonimir Boban vom AC Mailand. Die Saison für ihn ist beendet wegen einer Knieverletzung. Mannschaftskamerad von Oliver Bierhoff, der große Spielmacher Kroatiens. Der seine internationale Karriere allerdings bereits beendet hat. Und jetzt achten wir mal auf den Freistoß. Das wird bereit. Igor Stimac. Oder dahinter mit der 7. Asanovic. Asanovic mit links. Aber ein Schüsschen. Und Matthäus klärt. Knappe halbe Stunde vorbei. Man muss sagen, angesichts der Bodenverhältnisse ein durchaus akzeptables Fußballspiel. Und nicht nur wegen der Führung für Deutschland durch Rehmer. Hamann gewinnt seine Zweikämpfe. Das ist vielleicht bisher der wesentliche Unterschied zum letzten Länderspiel gegen Holland in Amsterdam. Dort hat man frühzeitig die Bälle verloren, entweder durch ungeschicktes Zweikampfverhalten oder durch Fehlpässe. Und zur Entwicklung eines eigenen Spiels braucht man zumindest gelegentlich im Ballbesitz. Das ist heute der Fall. Gegen Thomas Inke, gelbe Karte für den Kapitän und die Szene würde ich gerne jetzt noch einmal sehen. In den Magen scheint es mir.
oder er konnte nicht mehr stoppen. Wollen wir das mal positiv unterstellen. Da sieht man es hier besser. Also das sah nicht so nach Zufall aus. Wieder eine dieser hässlichen Szenen, die wir schon kennen aus den Begegnungen dieser beiden Mannschaften. Sei es in England 96, sei es in Frankreich 98. Hat sich immerhin dann bei Thomas Linke entschuldigt. Aber Linke ist noch ein bisschen nachtragend und hat die Entschuldigung nicht angenommen und wird wieder gefault von hinten von Davos Šuker. Und wenn er so weitermacht, ist das Spiel in dieser Halbzeit noch vorbei für den Kapitän. Aber die Tauchergeste kann sich nur beziehen hier auf die Pfützen. Schwalbe war das nicht. Hasanović. Oder wir haben den Ball feiert, weggesprungen und Hamann, der kommt nicht mehr heran. Hasanović. Sucht immer wieder Alan Boxic, der da nicht zurechtkommt. Weder mit Novotny und wenn er mal Linke gerät, auch mit ihm nicht. Kroaten jetzt häufiger am Ball, aber das ist nur eine quantitative Feststellung. Qualitativ hat sich da noch nicht viel geändert. Bierhoff, verfolgt von Robert Kovac. Siege. Versucht Bierhoff ins Spiel zu bringen. Der Kapitän hatte vielleicht bisher zwei Ballkontakte. Siege. Roland Ballack. Ballstoß Michael Ballack. Etwas undankbar heute mit seinen technischen Fähigkeiten. Kann er hier nicht glänzen. Eine gute halbe Stunde ist jetzt rum, liebe Zuschauer. Das Niveau ist durchaus als akzeptabel zu bezeichnen, wenn man die Verhältnisse hier berücksichtigt. Die deutsche Mannschaft überzeugt bislang durch eine gute Raumaufteilung. Bisher hat sich die Hereinnahme von einem
weiteren defensiven Mittelfeldspieler im Vergleich zum Holland-Spiel also positiv ausgewirkt. Der Regen hat stark nachgelassen. Vielleicht kommt das auch der technischen Entwicklung dieses Fußballspiels zugute. Schurka gegen Linke wieder. Tolle Flanke von Davor Schurka. Aus vollem Lauf. Und da hat ein Meter gefehlt für Alem Boksic. Bierhoff zugeordnet Mario Stanic bei den Standards. Bleibt liegen und die erste echte Möglichkeit für Kroatien. In der 36. Minute trifft der Leverkusener Boris Divković den Ball nicht, der da anderthalb Meter vor Oliver Kahn im Schlamm liegen geblieben war. Hier kommt's nochmal. Fliegt einer erstmal am Kopfball vorbei. Wieder Sivkovic. Boksic, der jetzt ausgewichen ist auf die rechte Seite. Niko Kovac. Kommt nochmal die Szene nach dem Eckball von Asanovic. Segelt Stanic erstmal am Ball vorbei. Da sind sie gemeinsam da. Novotny und Sivkovic, die beiden Leverkusener, die in unterschiedlichen Trikots spielen. Und Sivkovic schlüpft den Ball. Bremer rutscht aus und ab geht Robert Jarni, sein Gegenspieler. Aber gut übernommen von Hamann. Nun müsste Abelian angreifen. Linke. Jarni. Im Zusammenspiel mit Schurka. Und Darius Wosch. Bierhoff versucht sich jetzt einige Bälle in der eigenen Hälfte zu holen, um die Bindung zum deutschen Spiel zu finden. Matthäus. Kirsten. Schurka, schön gelöst von Novotny diesmal. Aber sie stehen jetzt auch wieder im Vergleich zum letzten Länderspiel viel näher dran am Gegner. Und haben dadurch natürlich viel bessere Möglichkeiten, in die Zweikämpfe zu gehen und sie auch zu gewinnen. Novotny, zweimal Sieger gegen Schurka, einmal mit dem Kopf, einmal mit dem Fuß. Aber der Druck der Gastgeber nimmt zu. Kombinationen wirken sicherer. Boksic. Beratungen beginnen 7 Minuten vor der Pause und hat ausgemacht, 5 Feldspieler auswechseln zu dürfen, so dass der eine oder andere noch mit seinem Einsatz rechnen kann, wie er zum Beispiel Carsten Ramelow, war übrigens der erste Neuling in der Ära Ribbeck.
Wir konnten es eben kurz beobachten am Spielfeldrand. Rehmer wurde behandelt. Möglicherweise ist der Berliner, der Torschütze, zum 1:0 angeschlagen. Da wurde gestrecktes Bein gepfiffen von Stanic hier gegen Matthäus und es geht völlig in Ordnung. Ich glaube, der Rehmer spielt heute nur noch mit dem Kopf. Boxic kommt ein bisschen besser ins Spiel, aber der Chef von den New York Metrostars, Lothar Matthäus, hat ihn aufgehalten. Und wieder einer dieser gewonnenen Zweikämpfe, typisch für diese Halbzeit. Und das mit dem Flanken, das klappt noch nicht. Das hat man gestern im Training auch schon deutlich beobachten können. Michael Ballack. Matthäus. Ballack gegen Stanic. Wosch. Abgelenkter Ball noch von Sivkovic. Zum nächsten Eckball. Circa 4 Minuten vor der Pause. Wunderbar gemacht von Schucker. Die Idee war glänzend, aber Linke hat aufgepasst. Asanovic stößt Linke rum, aber dennoch nur ein Wurf. Jarni. Und wenn er was zu tun hat, sehr, sehr sicher, Oliver Kahn. Übrigens nur einer von 2 Bayern-Spielern heute. In der deutschen Nationalmannschaft er und Linke. Auch eine Seltenheit. Wir haben es vielleicht am Anfang mal gehört. Leverkusen der Mehrheit in der deutschen Nationalmannschaft. Eine absolute Premiere. Jetzt auf der rechten Seite gegen Nowotny. Da macht ein Riesenspiel Nowotny. Er hat noch keinen einzigen Zweikampf verloren. Weder gegen Boxic noch gegen Schucker. Für mich würde ich sogar so weit gehen, der beste deutsche Abwehrspieler dieser Saison. Und irgendwann vielleicht auch mal eine Lösung auf der Libero-Position. So wenn Lothar Matthäus 50 ist.
So schnell kann nicht mal der Bosch sein, um diesen Ball zu erreichen. Es läuft die letzte Minute in der ersten Hälfte hier im Maksimir-Stadion von Zagreb. In diesen Tagen hat es die große Aussprache gegeben wegen der sogenannten Maulwurf-Affäre von Amsterdam. Diese Aussprache war wohl eine Ansprache eher des Teamchefs, aber es drang wohl nichts davon nach draußen, außer dass es 39 Minuten gedauert haben soll. Aber jetzt werden wir philosophisch, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und das ist bei den deutschen Spielern eine deutliche Aufwärtstendenz zu erkennen, ob es am Gespräch lag oder an den Umständen, die einen kämpferischen Einsatz forderten, und das können wir immer noch ganz gut bringen, sei dahingestellt. Die Problemzone wird in Zukunft auch das Mittelfeld bleiben. Ballack und Hamann souverän, zweikampfstark, hinten waren sie sicher. Vorne ist ein Tor gefallen, ein Kopfball von Marco Rehmer. Und eine schöne Nachricht, immerhin die deutsche Mannschaft geht mit einer Führung gegen den WM-Dritten in die Kabine. Und wir hören uns nachher wieder, wenn der aktuelle Europameister gegen den WM-Dritten zur zweiten Halbzeit hier in Zagreb antritt. Vielleicht da mit einigen personellen Änderungen. Wir sind gespannt, wie der Teamchef hier umstellen wird. Und herausgegangen ist der Manndecker Dario Simic von Inter Mailand. Es regnet immer noch ganz ordentlich, aber wesentlich weniger als zu Beginn dieses Spiels. Und wir haben ja gerade gehört, in der Kabine war es friedlich hier in Zagreb. Wobei offenbar diese Vorkommnisse von Amsterdam massiv überbewertet worden sind. Wenn es schlecht läuft, fällt euch schon mal ein lautes Wort. Das ist relativ normal. Siege liegt am Boden. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat einen Ellenbogen abbekommen von Sivkovic. Hier die Szene. Ich schiebe mir sogar, dass er am Kehlkopf getroffen worden ist. Erich Ribbeck steht, wartet ab, ob der Mann von der linken Außenbahn aus Middlesbrough weitermachen kann oder nicht. Währenddessen sich Sivkovic und Kirsten plaudern über Leverkusener Zeiten. Unterhalten und das Foul auch aufarbeiten. Christian Sieger wird jetzt erstmal hinaus geleitet. Spiel läuft weiter. Deutsche Mannschaft in diesem Moment nur mit 10 Mann. Niko Kovac gegen Hamann. Und jetzt rollt der Ball und hat Stielicke vielleicht recht, dass wir jetzt ein anderes Spiel sehen. Mit rollendem Ball und grünem Rasen hat man Löcher hineingebohrt in den Pfützen, damit das Wasser vielleicht abfließen kann. Und vielleicht können wir diesmal die ernsthafteren Kriterien hier anwenden, wenn Fußball gespielt wird. Zwischen dem Europameister und dem WM-Dritten unter regulären Bedingungen, vielleicht gibt es mehr Aufschluss als vorhin. Carsten Ramelow hat sich taktisch einsortiert, übernimmt exakt die gleiche Position, die Marco Rehmer innehatte auf der rechten Außenbahn. Christian Siege übrigens wieder im Spiel. Ich
Freistoß für Kroatien. Nach dem Ziege Robert Kovac. Bierhofer. Der Tor Stanic, Ramelow, Novotny, Matthäus und Wosch, der sich viel bewegt, immer wieder die Seiten wechselt. Immer noch Wosch. Schön gespielt, Ziege. Klasse Kombination. Der schönste Angriff des Spiels. Oliver Bierhoff. Da fehlt es im Abschluss. Hatte man vielleicht Befürchtungen, dass der bessere Boden dem Kombinationsspiel der Kroaten eher entgegenkommen würde, stimmt mich dieser Angriff zumindest aus deutscher Sicht optimistisch. Ramelow. Kerstem. Call von Ballack an Niko Kovac. Jetzt auch vielleicht für ihn die Möglichkeit, seine technischen Fähigkeiten, seine Spielintelligenz hier zu zeigen. Gleich selbst die Schwierigkeiten und löst das Problem, das ohne ihn gar nicht entstanden wäre. Miroslav Blažević, weitgereister Mann, war Trainer. In Frankreich hat die Zigarette schon weggeschmissen, wahrscheinlich nass geworden. Der Regen hat wieder zugenommen. Der nächste Eckball, wieder ausgeführt. Und Darius Wosch. Schucker. Also technisch fantastisch, wer sich da aus der Bredouille löst. Aber die deutsche Mannschaft jetzt mit Kirsten. Und Torwart Stipe Pletikosa. Guter Auftakt der zweiten Halbzeit. Pass vom Mannschaftskameraden von Ramelow. Jarni mit der Flanke. Sivkovic. Wütende Angriffe jetzt der Kroaten. Schucker. Geklärt von Wosch. Ballack findet offenbar da nicht den richtigen Stand. Schon mehrfach aufgefallen. Großer Spieler, groß gewachsen, mit Standschwierigkeiten. Michael Ballack. Ziege versuchte der Bierhoff anzuspielen, der im Abseits stand und jetzt ertönte der Pfiff, dann Wosch. Kirsten, Ziege, Bierhoff, Doppelpass. Da sah schon zum zweiten Mal innerhalb von 6 Minuten nach richtigem Fußball aus. Und daran beteiligt des häufigen B-Kandidaten, wie Ramelow zum Beispiel. Oder wie Darius Wosch, für den sicherlich kein Freundschaftsspiel heute. Da geht es um EM-Blick. Lothar Matthäus, auf gute deutsche Art. Keine Spur von Jetlag. Beim früheren Kapitän in seinem 145. Länderspiel. Hier haben wir
Neville und Rink. Sie bekommen die Bildbelege, was ich vorhin gesagt habe. Hier 7 Leverkusener im deutschen Kader. Neville außer Form, das gilt nicht für Rink. Möglicherweise wird er später noch kommen. Ein echter Strafraumspieler. Freistoß für Kroatien. Jarni. Auch er macht ein überzeugendes Spiel. Boris Sivkovic von Bayer Leverkusen. Sein 7. Einsatz für sein Heimatland. Böse weh getan nach diesem Tritt von Niko Kovac. Er tritt ihm von hinten auf die Ferse. Aber Wosch steht schon wieder und zeigt keinerlei Symptome. Ballack. Kirsten. Matthäus jetzt vor der Abwehr. Michael Ballack. Links steht Wosch. Ja, Ball war draußen. Fehlerfrei bisher, der 39-jährige Lothar Matthäus. Die Diskussionen zum jetzigen Zeitpunkt um seine Person eher überflüssig, wenn er so weitermacht. Dennoch bleibt der Fakt, dass dieser Aufenthalt in New York vor der EM nicht die ideale Vorbereitung ist für ein so ein großes Turnier. Schurka. Deutscher Angriff läuft weiter über Bosch. Und Didi Hamann. Bosch, die Seite ist zu. Und da sieht Tiege und wechselt. Immer wieder wird versucht, Bierhoff zu integrieren. Das ist bisher mit Ausnahme eine einzige Chance, die er hatte vor 5 Minuten, nicht gelungen. Spiel jetzt. Asadovic, Niko Kovac. Das war übel. Das war übel. Dieses Foul von Oliver Bierhoff. Da steckt eine ganze Frust drin, wahrscheinlich der letzten Wochen. Genau genommen ist das Rot. Also mit der gelben Karte äußerst gnädig bedient, der deutsche Mannschaftskapitän. Überhaupt nicht seine Art, so ranzugehen. Das Spiel lief an ihm vorbei bisher und da war offenbar diese ganze aufgestaute Wut, die zu dieser Unfairness geführt hat, gegen Niko Kovac. Jarni. Legt nach. Und zwar wieder gegen Kovac, erneut das Opfer. Niko Kovac. Schurka.
als Danic. Schwer zu sagen. Wenn überhaupt, sehr, sehr knapp. Aber der Ball wäre ohnehin vorbeigekommen. Hier auf dem Abseits. Vielleicht täte man dem Kapitän einen Gefallen, wenn ein neuer Stürmer jetzt käme, einer, der gut in Form ist. Paulo Rink, fast überflüssig zu erwähnen, Bayer Leverkusen. Der ein tolles Comeback gefeiert hat in der Bundesliga nach seinem missglückten Ausflug zum FC Santos nach Brasilien. Der war ja dort hinausgeliehen worden. Schuka. Zivkovic läuft, Schuka macht alleine. Klasse gemacht von Lothar Matthäus. Sehr, sehr aktiv, setzt immer nach und hätte fast wieder Glück gehabt bei diesem Zuspiel, bei diesem fast missglückten Zuspiel von Stimac. Eine Stunde vorbei in Zagreb. Und wie schon in der ersten Hälfte ist die deutsche Elf schneller ins Spiel gekommen. Zwei, drei richtig schöne Kombinationen. Aber sie haben sich ein bisschen selbst aus dem Rhythmus gebracht durch diverse Fouls. Bierhoff, Ramelow. Im Augenblick scheint mir, als hätten sie die Kontrolle etwas verloren. Vielleicht werden wir jetzt auch mal widerlegt. Hamann, abseits, Ulf Kirsten. Der führende Torschütze in der Bundesliga gemeinsam mit dem Münchner Löwen Martin Max. Matthäus wirft sich da in die Schlacht. Nochmal Matthäus, er lässt durch. War das die Erfahrung oder war das Glück? Der Kahn kennt ihn ja noch. So lange ist er noch nicht weg. Sah gewollt aus. Diesmal Kovac der Täter und nicht das Opfer. Niko Kovac gegen Ballack. Ballack. Und das Segeln Bierhoff und Kirsten an diesem Ball vorbei. Und ich glaube, Paulo Rink brennt schon auf seinen Einsatz. Ramelow kriegt offenbar ein paar Probleme auf seine Seite jetzt gegen Robert Jarni. Thank you.
kam in der Winterpause zurück aus Brasilien und hat in 7 Bundesligaspielen 4 Tore geschossen. Er nicht. Paulo Rink. Oliver Neuville sucht immer noch seine Form. Kroatien wechselt. Živković geht raus. Und jetzt kommt von Dinamo Zagreb Daniel Saric. Ein Mann für das rechte Mittelfeld, also passend zur Position von Živković. Untersetzter Spieler war früher in Spanien bei Sporting Gijón und ist dann zurückgekehrt in seine Heimatstadt. Pause für einen kroatischen Spieler, für Niko Kovac. Mal wieder. Der macht heute einiges mit. Paulan Oliver Bierhoff. Von Robert Jarni. Asanovic von Hamann gestoppt. Darius Wosch, das gute Zweikampfverhalten bleibt. Fehlpass von Bierhoff. Wosch, unermüdlich. Sucht fast schon die Zweikämpfe, fordert die Bälle. Ein gutes Länderspiel des kleinen Berliners. Durfte diesmal von Anfang an spielen, weil zuletzt, als er eingewechselt wurde, gab es immer mal eine deutliche Steigerung im kreativen Bereich. Möglicherweise wirklich eine echte Alternative. Ballack, der rechten Seite. Kommt nicht besonders gut zur Geltung. Boxic. Boxic. Da waren Ziege und Nowotny hinterhergerannt, aber er kam trotzdem zum Flanken und der Gegenangriff. Hamann, Bierhoff, 2 gegen 2. Und dann nimmt er das Tempo raus, schlägt einen Fehlpass. Sein Bonus als Kapitän scheint allmählich aufgebraucht. Am letzten Wochenende zum ersten Mal nicht eingesetzt, keine Sekunde im Spiel gegen Juventus Turin.
macht keine gute Phase durch. Die deutschen Ersatzspieler alle mehr oder weniger in Bewegung. Bei Nowotny kommt jeder Pass an, trotz Pfützen. Federquote gleich null, der überragende Abwehrspieler. Und jetzt Ulf Kirsten, vielleicht die Möglichkeit. Kirsten! Also Erich Ribbeck wird die Qual der Wahl haben, wen er rausnimmt hier. Ulf Kirsten oder Oliver Bierhoff, die nehmen sich beide nichts. Und Sie haben es vielleicht gesehen in dieser Situation, die beiden ergänzen sich offenbar nicht. Kirsten wusste überhaupt nicht, wo der Bierhoff hinläuft. Den Sieger den Ball vom Fuß und der Angriff der Kroaten über Schuka und das 1:1. Der Torschütze kommt vom HSV und heißt Niko Kovac. Und der Ausgangspunkt, so wenn wir die Zeitung entsprechend einstarten können, möglichst früh begann in der gegnerischen Hälfte durch einen Fehler von Oliver Bierhoff, der den Mannschaftskameraden im Ball vom Fuß nimmt. Das ist die späte Phase des Ausgleichs. Eingeleitet hier von Schuka und abgeschlossen von Niko Kovac, zweites Länderspieltor für den Hamburger. 1:1, 71. Minute. Sprechchöre für einen gebürtigen Berliner, für Niko Kovac und Boxic. Alleine, fast alleine, wenn Nowotny noch nicht gestört hätte, vor Oli Kahn. Der schnellste ist er nicht mehr, der Römer. Die deutsche Mannschaft hat auf Abseits gespielt, kann im Moment nicht beurteilen, ob es Abseits gewesen wäre. Wird überhaupt dann nur ganz, ganz knapp. Wunderbarer Flügelwechsel zu Davor Šuka. Aber was soll ich sagen, wer einen Nowotny hat, hat keine Sorgen. So, jetzt haben wir nochmal den Kopfballtreffer von Niko Kovac. War bei der WM nicht dabei, weil er im Frühjahr 97 sich den Knöchel gebrochen hatte. Gelbe Karte für Niko Kovac nach diesem Foul an Michael Ballack. Eine gute Viertelstunde noch, vielleicht eine entscheidende Phase in diesem Spiel. Wie hat die deutsche Mannschaft diesen Ausgleichstreffer verarbeitet? Wer zeigt sich
muss der Teamchef vielleicht auch noch reagieren und Zeichen setzen mit dem einen oder anderen Wechsel. Zwei Empfehlungen hätten wir und sie betreffen die Stürmer. Boxic sucht Mutterseelen allein. Schuka. Link geklärt. Ein hochinteressantes Freundschaftsspiel jetzt in diesem Moment. Und wenn man die Körpersprache deutet, unter Wettkampfbedingungen, da geht so viel Prestige für einige um EM-Plätze, für einige, für andere darum, dem großen Europameister, immer noch großen Europameister in der, im öffentlichen Bild zu zeigen, wer hierher im Hause ist. Hamann, Ramelow. Bierhoff wird extrem früh gestört. Man merkt, dass er nicht in Form ist. Und hier noch einmal die Rettungstat des Bayern-Spielers. Thomas Linke. Und er weiß wahrscheinlich auch aus vielen Fernsehbildern, dass Davor Šuker sich gerne den Ball auf den linken Fuß legt. Das Mittelfeld wird zu häufig preisgegeben. Das Zweikampfverhalten der deutschen Mannschaft stimmt jetzt nicht mehr so. Dadurch wächst der Druck der kroatischen Nationalmannschaft. Dadurch gerät die Abwehr immer wieder in Schwierigkeiten. Aber wir wiederholen das nochmal. Ausgangspunkt des 1:1 zu Kroatien war vorne ein Stürmer, Oliver Bierhoff. Šuker setzt sich durch gegen zwei Mann, gegen Ballack und gegen Bosch. Davor Šuker vorbei am dritten. Pass nach außen. Linke dazwischen. Hasanović. Jarni. Abseits gepfiffen. Alan Boxic. Für seine Mannschaft der erste, der richtige ernsthafte Test für die im September beginnende WM-Qualifikation. Das sind Belgien und Schottland die größten Konkurrenten. Sie gewinnt den Zweikampf. Bierhoff. Jarni hat zwar eben im Bild, aber die gelbe Karte bekommt Robert Kovac für dieses Foul an Oliver Bierhoff. Beide Kovac-Brüder also jetzt mit Gelb dekoriert. Das Pärchen auf der deutschen rechten Seite. Ramelow und Stanic vom AC Parma.
Abelo, einer, der versucht, da jetzt nur Ruhe reinzubringen. Geht aber jetzt mit nach vorne. Und eine gute Flanke von Carsten Ramelo. Dafür sind normalerweise andere zuständig. Wolf und Ziege, Freistoß Kroatien, weiter geht's. Mit Saric. Jani hat unheimlich viel Platz jetzt auf der linken Seite. Ramelo müsste da näher ran. Setzt zwar ganz gute Akzente in der Offensive, lässt aber Jarni für meinen Geschmack zu viel Raum. Schurka gegen Novot. Saric. Sehr schön gemacht von Ziege, Wosch, Hamann, da werden die Schritte ein bisschen schwerer. Und noch einmal die gute Szene von Ramelow, diese schöne Flanke und da war er noch dran. Stipe Pletikosa, der Nachfolger des großen Drazen Ladic im kroatischen Tor. Ladic hat seine Karriere in der Nationalelf im Herbst beendet. Schön gemacht von Saric und weniger schön von Boxic. Aber jetzt so 10 Minuten vor Schluss laufen die deutschen Spieler zumeist hinterher. Der Mann für die Standardsituationen, diesmal Eckball von rechts, Aljoscha Asanovic. Das war wieder Niko Kovac. Hat ein gutes Länderspiel, er muss sich erstmal etablieren in dieser Nationalmannschaft. Peter Blažević erwartet von ihm, hat er auch deutlich gesagt im Interview mit uns, dass er die Leistung, die er in Hamburg bringt, überträgt auf die kroatische Auswahl. Aber möglicherweise wäre er als deutscher Staatsbürger auch Nationalspieler in Deutschland, für mich einer der besten defensiven Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Mit Fähigkeiten zum Tore schießen, auch wie er auch heute zuletzt in der 71. Minute bewiesen hat. Knapp, diese Abseitsentscheidung gegen Alem Boxic. Ja doch, korrekt. Die Tollering, die Trainingsjacke aus. Aber nochmal vorher Ziege, hätte ich fast gesagt. Hamann, wechseln. Matthäus. Und Bierhoff im Abseits. Elf. Wir haben es gehört, die Elf, Oliver Bierhoff bleibt drin. Also Ulf Kirsten wird hinausgehen. Wie gesagt, es spielt keine Rolle. Beide haben heute die Leistung nicht gebracht. Und beide, muss man heute nach diesem Spiel feststellen, passen nicht zusammen. Ein Leverkusener ersetzt einen Leverkusener. Und neuer Mann hier auch bei den Kroaten. Ein Riesentalent, obwohl er schon 26 ist. Milan Rapajic. Ein Linksfuß. Eminent gefährlicher Mann. Spielt bei Perugia. Und Juve soll angeblich, während hier Bierhoff im Abseits ist, 30 Millionen Mark für ihn geboten haben. Hinausgegangen ist ebenfalls ein Italien-Legionär.
Mario Stanic vom AC Parma. Klares Abseits hier. Stefan, dieser Ruf kann nur einem gelten. Stefan Weidenlich, der drüben hinter Oliver Kahn sich aufgewärmt hat und sich jetzt allmählich in Richtung Mittellinie bewegt. Also auch er wird offenbar kommen. Bierhoff, kein Abseits. Bierhoff, abgeblockt. Bosch. Er hätte vielleicht besser geschossen, der Darius Bosch. Stefan, genau, da haben wir es nochmal. Uli Stielicke holt den Leverkusener heran. Weit aufgerückt und links geht Bosch. Renk steht in der Mitte. Da ist Renk. Trifft den Ball nicht. Schade, schade. Das wäre ein ordentlicher Auftakt gewesen für den Brasilo-Deutschen. Renk nochmal. Mittelfeld ist entblößt gewesen. Linke Ziege. Da kommt Stefan Weidenlich. Zum ersten Mal seit Oktober 98 überhaupt im Aufgebot. Wird in wenigen Augenblicken zu seinem 14. Länderspieleinsatz kommen. Melo ausgetanzt, so Nolika. Die Idee von Wosch, das Spiel zu öffnen. Ja, spielen! Kommen! Weiter! Und weiter, Jungs! Bewegen! Ja, Jens! Bewegen, lass das Bällchen laufen! Einer von! Immer noch steht Weidenlich bereit und jetzt kann endlich gewechselt werden. Ein Linksfuß geht, ein Linksfuß kommt. Christian Ziege verlässt den Platz. Und gut zwei Minuten. Die Chance für Stefan Weidenlich, sich zu profilieren. Ein bisschen wenig. Aber immerhin wieder mal nach anderthalb Jahren Nationalmannschaftsluft zu schnuppern. Dann erkennen Sie mir ganz leicht den Weidenlich am sauberen Trikot. Blütenweiß. Ballack. Hamann, Weidenlich. Jetzt den Ball noch laufen lassen.
und in der gegnerischen Hälfte halten. Rink, Hamann. In einer kurzen Schwächeperiode im Anschluss am Ausgleich von Niko Kovac hat sich die deutsche Mannschaft wieder gut gefangen. Ein erstes positives Zwischenfazit. Der neue Mann Rapajic. Nachspielzeit wurde bisher noch nicht angezeigt. Aber für uns Zeit jetzt, da wir uns der 91. Minute nähern, mit einem kleinen Fazit zu Beginn. Torwart Kahn haben wir hier im Bild. Einmal sehr gut gegen Boxic gerettet. Am Ausgleich völlig schuldlos. Die Abwehr vielleicht das Glanzlicht in dieser Nationalmannschaft hier in Zagreb. Eine Stunde sehr, sehr gut gestanden. Und dann durch Fehler im deutschen Mittelfeld vor allem in Schwimmen geraten. Zwei Minuten noch zu spielen. Überragender Mann für mich. Mit der Note 1 mit Sternchen Jens Nowotny. Hamann und Balak im Mittelfeld ergänzten sich ganz gut. Ließen aber offenbar in der letzten halben Stunde an Kräften etwas nach. Wosch, Ausrufezeichen, bester Mann im Mittelfeld. Zusammen mit Christian Ziege. Viele, viele kreative Akzente. Kämpferisch, guter Einsatz. Er hat eine weitere Chance mit Sicherheit verdient. Und über den Angriff gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sehr deutlich werden oder im Mantel des Schweigens über Ulf Kirsten und Oliver Bierhoff. Noch einmal jetzt. Gefahr, das wäre schade, es wäre moralisch gut, hier nicht zu verlieren. Im drittletzten, sagen wir mal, ernsthaften Testspiel vor der EM. Abschiedsspiel Matthäus und Länderspiel gegen Liechtenstein können wir mal vernachlässigen. Es folgt noch ein Spiel gegen die Schweiz, in Kaiserslautern. Und gegen den EM-Zweiten, gegen die Tschechen in Nürnberg. Vielleicht kann Erich Ribbeck auch da mal seine Idealformation, die ihm vorschwebt, die er ungern verrät, weil er die anderen, die jetzt mal einspringen mussten, nicht schwächen möchte. Aber diese deutsche Notelf hat hier in Zagreb das Beste daraus gemacht. Oh, geht doch nicht aus! Nein, der Ball muss ganz raus sein! Der Ball muss ganz raus sein, genau. Immer das Regelbüchlein. Dabei und das Spiel ist zu Ende. 1:1, ein Unentschieden gegen Kroatien, das ist in Ordnung. Eine Stunde sah es nach einer guten Leistung der deutschen Mannschaft aus. Nimmt man das komplette Spiel, war es eine zumindest zufriedenstellende Vorstellung. Einige wie er, wie Wosch, wie Balak haben ihre Chance zumindest nicht verpasst. Bei Wosch wird man sogar ein Stück weitergehen. Er hat sie genutzt. Für ihn war die Zeit zu kurz. Für Paulo Rinke mit Sicherheit nochmal wiederkommen dürfen. Nowotny für mich, der Mann des Spiels. Niko Kovac, super. Endlich das, was der Trainer von ihm gefordert hat, Blažević, die Leistung aus Hamburg zu übertragen auf die kroatische Nationalmannschaft, auf Torschütze. Kurzes Fazit. Und wir hoffen ja immer mit der deutschen Mannschaft, es geht aufwärts. Christian Ziege, auch er mit einem guten Spiel, er war zuletzt auch gegen Holland einer der Stärkeren. Für mich ein ganz, ganz sicherer Stammspieler auf der linken Seite bei der EM.